egal, wir gehen weiter. Die nächste Stadt. Zurück nach Burg. Nein, nach Kurab. So, hier haben wir 19 Banditen, die haben aber Angst vor uns. Hier Seeräuber. Ja, genau, Seeräuber. Habe es mir schon gedacht. Hier sind ein paar Leute. Die werde ich mal anquasseln. Die haben vielleicht Banditen. Nein, ich möchte kein Söldner sein. Gundur. Vielleicht sollte ich euch jetzt euer Banner nehmen, euer Vieh und euer Leben. Wieso denn das? Gundur. Ah, nicht schon wieder eine Steuerquest. Gundur. Der ist ja null, also. So habe ich da eine feindliche Sache. Weiterreisen, dann haben wir noch Jarl Farns. Den könnten wir mal probieren. Oder sagen. In Odasan. So kann man die bewegen. Odasan, bin ich jetzt blind oder ist es nicht in der Nähe? Aufgaben. Odasan ist im Nordkönigreich. Ah, da. Ja, das würde ich gerne machen, aber ich muss kurz noch nach Kurab. Ah, das sind ja die Nords. Stimmt. Jetzt sehe ich's. Ah, wahrscheinlich konnte ich den anquasseln, dass er den Titel wegnehmen sollte und so, weil er ja im Krieg war und böseinig ist. Mist. Hier gibt es leider keine mehr. Wir gehen nach Rayadin und dann nach Vechek. Das ist die beste Tat, also die beste Möglichkeit. Weil wir müssen schon die Gefangenen loswerden. Ismirala. Aha, er hat es in Besitz genommen. Nicht eingenommen. Geplündert, ganz viele Dörfer geplündert. Sonst eigentlich nichts weiteres. Kriegserklärung. Sorandische Soldat erklärte Kanat Kergit den Krieg. Hui, sind die noch im Krieg? Okay, die hatten, glaube ich, gar keine Feinde. So. Ja. Dann werden wir mal diese Leute verkaufen und sind jetzt schon wieder reich. Gut. Nein, Marktplatz.
Warenhändler. Okay, haben wir das Höchstmaß aller Gelder schon mal erreicht. Wenn wir von hinten angreifen, dann könnten wir eine Zweihandwaffe schon gut gebrauchen. Eine Berdisch. Sollen wir die Berdisch nehmen? Die ist zu teuer. Die ist schattig. Bonus gegen Schäde. Aber unausgewogen. Das heißt, sie ist langsamer. Oder so etwas. Wir werden sie mal ausprobieren, sonst verkaufen wir sie ja wieder. Und ja, dafür könnten wir... bleib hier. So. Trupp. Jetzt müssen wir schauen. Schauen wir mal bei Firentis nach. Der hat einfach ein Schwert. Mehr nicht. Einen Kurzbogen. So. Ich mache es gerne einfach von unten nach oben, weil die unteren sind die nicht so gut ausgerüsteten und die oben die gut ausgerüsteten. Und ab und zu mache ich es sogar umgekehrt, weil dann sind ja die unteren die best ausgerüsteten und so weiter. Krummsäbel. Ah, ich brauche Stärke. Mist. Für das brauche ich ja Stärke. Sollten wir mal ein bisschen Stärke statten. Da hat sogar ein Pferd. Das nehmen wir ihm weg und verkaufen es. Nein, wir verkaufen es nicht, aber wir nehmen es weg, weil er der einzige Reiter sie ist und sonst immer stirbt. Schmierer. Wir werden uns mal mit dem Pferd ausrüsten, wenn es besser ist. 41, 42. Ja, ist viel besser. So. Schauen wir mal. Hier haben wir ein paar Sachen, die mehr Intelligenz brauchen oder nicht. Intelligenz, Intelligenz, Charisma, Charisma. Ja, wir werden mal ein bisschen stärker staten. Schauen wir, ob wir das noch können in dieser Aufnahmesession. Sonst vergesse ich es dann wieder. Wäre nicht so gut. Und wir haben das erste Training absolviert und haben 4 Erfahrung bekommen und die Truppen 52. Hey Leute, nicht so Krieg machen hier. Boya Druli. Ja, Truly, okay, muss ich mir merken. Das sind Deserteure. Der Fluss schlängelt sich hier durch. Hier sind überall. Ich glaube, ich schließe mich den Weg hier an. Weil die sind jetzt schlimmer dran als die Rodox. Tut mir leid für die, die für Rodox waren, aber das wird auch mal kommen. Und bis dann. Ein Wachtrupp, okay. Tierwachtrupp. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das sind wahrscheinlich diese Truppen, also zum Auswechseln von Truppen zwischen den Städten. Keine Ahnung. Aber
Aber so wichtig sind diese auch nicht. Ja, da muss ich mir leider gegen die Nords machen, kämpfen. Ja. Muss ich den Krieg erklären automatisch. Dicht gut. Sage von Helgeret. Okay, ich kann euch einen Teil der Sage von Helgeret und der Kara lernen. Es ist eine heroische Fabel voller Blut und Kämpfe. Die Schildmaid Kara erwähnt sich dem Krieger Helgarad als Liebhaber, da er der einzige Mann ist, der sich im Kampf besiegen kann. Ihr Vater, der sie einen anderen versprochen hatte, kommt mit seinen Söhnen und Huskars, um Helgarad zu töten. Im darauffolgenden Kampf tötet Helgarad und Kara den ganzen Trupp bis auf Karas geliebten jüngeren Bruder, der dann allerdings im Streben aufwächst, seinen Vater zu rächen, und Helgarad schließlich tötet. Die Darstellung von Krieger und Schildmaid als Gleichberechtigte gefällt manchen Frauen, doch eine blutverschmierte Heldin im Kettenhemd schockiert manche und stößt sie ab. Um es euch zu lernen, bräuchte ich einige Stunden eurer Zeit und natürlich eine kleine Gebühr für meine Dienste. Etwa 300 Dinare sollten ausreichen. Da wir momentan keine Frauen nehmen, müssen wir die noch nicht haben. Also, wir werden bald sehr reich sein, dann können wir es sowieso lernen und danach eine Frau heiraten und so Sachen. Aber das wird ein langer Kampf, bis wir sie überzeugen können. Gut, dann gehen wir nach Odasam und speichern zuvor nochmals kurz. Ein Friedensabkommen. Oh, so Königreich Rhodox und Zarandisches Sultanat haben Frieden geschlossen. Gut, dann haben sie einen Feind, mal weniger. Und ein Handelsabkommen unterzeichnet. Königreich Fergi und Sarandisches Sultanat haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. Okay. Dann speichern. Kopfgeld. So. Schauen wir mal, ob wir das machen können. Wir können hier noch ein paar befördern. Stammeskriege. Und sonst nichts. Oder Sahn. Ja, ist zu viel. 3 oder so könnte ich noch nehmen, bevor wir im Krieg sind. Aber mehr nicht. Ja, jetzt fragt sich nur, wo der... Aha. Er hat sich neben unserem Spawnort versteckt. Ein bisschen erhöht. Ja, die haben nie Informationen. Nie. Oder müssen wir uns wieder hier irgendwo umschauen? Dann müsste eigentlich hinter diesem Haus sein. Oder hinter diesem Haus dort, oder hinter dieser Mauer. Ich habe diese Kästen noch nicht so viel gemacht, dann weiß ich es nicht genau. Scheint aber klein zu sein, also müsste man den eigentlich relativ schnell finden.